Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Wie ihr seht, heute mal nicht zu Hause. Es wird auch nicht gegrillt, denn ich habe die Reise auf mich genommen. Bin mal in den schönen Schwarzwald gefahren zu Sogambo, wo mein Keramikgrill herkommt. Da wollte ich mal so hinter die Kulissen schauen, wie das Ganze so abläuft, wo er herkommt, wie er aufgebaut wird, wie er versendet wird. Einfach so, dass die ganze Administration, die dahinter steckt, da habe ich mir gedacht, nehme ich euch mit. Aber was wollen wir jetzt lange drum herum reden? Wir gehen jetzt rein. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ihr seht dann mittlerweile, stehe ich in den heiligen Hallen, wo die Sogambos alle drin stehen. Ich hoffe, man kann es hinter uns sehen, da stehen einige. Dann habe ich hier nochmal ein Mikro umgebaut, dass wir hier beide in Kombo sprechen können, dass das so interviewartig wirkt und auch so rüberkommt. Dann stelle ich euch aber jetzt erstmal den Wolfgang vor, weil das ist der Besitzer der Firma Sogambo. Erstmal hallo und Corona-Gruß, ne? Genau. Und danke, dass ich hier sein darf, mir das Ganze mal anschauen darf, weil wie ihr ja wisst, ich besitze fast von Anfang an. Sogambo ist der erste große Grill, den ich mir gegönnt habe auf gut Deutsch. Und ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden damit. Seht ihr ja auch in den Videos. Und es gibt ja mittlerweile auch etliche Zuschauer, die sich auch einen gekauft haben. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns erstmal an, was ist Sogambo, wie geht Sogambo und wo kommt er her? So, jetzt fangen wir mit der lustigen Fragerunde an, Wolfgang. Was mich eigentlich so am meisten interessiert, wie bist du dran gekommen oder da dran gekommen, Keramikgrills auf den Markt zu bringen, beziehungsweise diese Marke entstehen zu lassen? Weil der Markt, der ist ja eigentlich schon in Anführungsstrichen recht voll. Wir haben Kamado Joe, wir haben Monolith. Und warum dann nochmal den Sogambo? Ja, also da habe ich einen Arbeitskollege inspiriert, 2016, muss ich ganz klar sagen. Dem habe ich das auch zu verdanken. Und in meinem Hauptjob machen wir Musikinstrumente, Mundharmonikas, jeden Tag 3000 Stück. Okay. Und der Gregor war früher der Einkäufer und ich für die Produktion verantwortlich. Das heißt, wir wussten schon, wie man Produkte herstellt. Mhm. Ja, und der Gregor ist begnadeter Griller. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann gesagt, komm, wir zeichnen ein, wir denken uns selber ein paar Merkmale aus, wo wir glauben, dass die anderen Grille so nicht haben. Jetzt aber die Frage, was sind denn zum Beispiel diese Merkmale, die er von anderen abhebt bzw. unterscheiden lässt? Ja, also der Grilldurchmesser 52 cm, das ist, sagen wir mal, schon mehr so im oberen Bereich anzusiedeln. Du weißt ja, oft haben Grille einen Grilldurchmesser so von 45 cm oder auch noch weniger. Und dann die Ausstattung von der ersten Minute an. Da haben wir überlegt, was braucht man denn wirklich unbedingt? Ja, dann noch so ein paar Sachen vom Handling her. Dass also die Verpackung komplett aus Pappe und Papier ist. Auch so ein Umweltgedanke spielt da eine große Rolle. Okay. Ja. Und dann natürlich ein bisschen Betriebsgeheimnis, weil die Zusammensetzung der Keramik, die ist schon speziell. Das macht natürlich auch total was aus. Also, also die Rezeptur ist so vergleichbar wie mit italienischem Eis. Ne? Okay. Und das sagt ja, man sieht es ja immer, wenn man, sag ich mal, diese Baumarktgeräte anguckt, die haben schon eine richtig grobkörnigere Keramik. Ja. Und wenn ich mir das hier so angucke, das ist ja dann schon eher etwas feiner. Ja, ganz genau. Also wie gesagt, also das ist ein sehr wertvolles Material. Somit haben wir die Frage dann schon mal geklärt, wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen Keramikgrill auf den Markt zu bringen? Man sieht, man hat einen Kumpel, der grillt. Bumm, ist die Idee entstanden, sage ich mal, gewachsen und wie man sieht, auch was draus geworden. Jetzt aber die nächste Frage, wo kommen denn die Sogambos her? Wo werden die gemacht? Ja, die werden bei der Firma Yixing MCD Oven Ltd. gemacht in China. Das ist in der Nähe von Shanghai, auch in der Stadt Yixing. Okay. Und die sind da spezialisiert drauf, also die haben richtig Ahnung davon. Und hier hinten steht jetzt so quasi ein halber Container voll. Das sind ungefähr noch so 70 Grille. Okay. In den ganzen passen 135 rein. Die kommen mit einem Highcube-Container hier vorne in der Straße an. Also China mit dem Schiff. In Hamburg werden die ausgeladen. Okay, dann quasi mit dem LKW hier von hier hin. Ja, schon ein ziemlicher Aufwand. Muss man auch mal direkt so 40 Tage ungefähr einkalkulieren. Und dann laden wir die aus. Hier mit einem Gabelstapler stapeln die hier ein und dann ist die Halle auch wirklich voll, also auf der einen Seite. Ja,
Und dann wird jeder Grill kontrolliert, bevor er verschickt wird. Das heißt, so wie die jetzt kommen, wären sie zwar versandfertig, aber ja, wird trotzdem kontrolliert, ob Schäden dran sind, ist alles dabei, etc. pp. Exakt, genau. Und wie gehst du da vor? Können wir uns das jetzt mal grob angucken? Dann gucken wir uns jetzt gleich an. Okay, super. Wir haben jetzt mal einen Karton ausgepackt, so wie er hier hinter uns steht, so wie er quasi aus China hierher geliefert wird. Und jetzt kann der Wolfgang uns mal zeigen, wie er vorgeht, um dem Kunden halt den Grill zu übergeben. Ja, also zuerst kontrolliere ich die Keramik, das ist ja auch das Wichtigste. Danach kontrolliere ich alle Beschlagteile und schaue auch, ob die Montage wirklich symmetrisch stattgefunden hat. Ansonsten korrigiere ich nochmal den Keramikdeckel. Danach bringe ich dann die Beschlagteile an, hier die Seitentischhalterungen, dass die also eben auch richtig und nicht spiegelverkehrt angebracht sind. Und bei jeder dieser Maßnahme wird auch sofort immer die Qualität mitkontrolliert. Als nächstes nehme ich mir den Feuerkorb vor. Hier bringe ich vorbeugend, verlängere ich die Dehnungsfuge. Muss man nicht unbedingt machen, mache ich aber. Vorbeugen ist ganz einfach mal besser. Dann gucke ich mir den Feuerring an, ob der auch richtig ausgeführt ist. Dann werfe ich einen Blick auf das Gussrost und dann auf die Grillgitter, auf den Halter. Die Pizzasteine und Deflektorsteine kontrolliere ich nicht, weil die hatten noch nie einen Fehler gehabt. Und dann baue ich alles wieder zusammen. Und hier ist die Verpackung. Die ist hundertprozentig aus Karton oder Papier und sehr stabil mit Kantenschutz und allem, damit der Grill auch wirklich sicher verschickt werden kann. Wir haben jetzt gesehen, wie so ein Sogambo ankommt bzw. für den Kunden vorbereitet wird. Das ist ja schon ein immensen Aufwand, den du hier betreibst. Machst du das alleine und warum machst du das so intensiv? Am liebsten mache ich das alleine, dann weiß ich auch, was ich gemacht habe. Okay. Und ich will, dass meine Kunden einfach keinen Ärger haben. Die sollen den Grill auspacken und sofort loslegen können und nicht irgendwas schrauben. Und naja, passt was nicht oder so. Und ich habe ein gutes Gefühl, wenn hier ein Grill das Lager verlässt, dass dann auch wirklich alles stimmt. Das sind ja manchmal Kleinigkeiten. Dann ist irgendwie ein Gewinde nicht richtig geschnitten oder so. Und da hättest du als Kunde dann schon ein Problem, den Kleinstfehler zu korrigieren. Ne? Und so wird das gleich ausgemerzt. So ist das Ding fertig für den Kunden. Ja. Er kann gleich loslegen und Spaß haben. Aber was mir jetzt noch aufgefallen ist, das war jetzt nur ein Paket. Da fehlt ja noch Zubehör, Nest. Wie läuft das ab? Das ist nochmal der gleiche Aufwand. Den schauen wir uns jetzt gleich nochmal an am besten. Okay, super.
da wären wir dann auch schon am Packstück 2 vom Sogambo. Im Zeitraffer habt ihr eben so ein bisschen gesehen, selbst das Nest wird hier vormontiert. Da stellt sich mir nur die Frage, warum machst du das? Weil die meisten Hersteller, da hast du es ja lose drinnen liegen und baust das selber zusammen. Aber warum montierst du das vor? Auch wieder aus Gründen der Qualitätsüberprüfung. Zum Beispiel können Laufrollen nicht richtig funktionieren. Die Bremsen können schon mal irgendwie nicht funktionieren. Und dann die Gewinde können vielleicht eventuell nicht richtig geschnitten sein. Dann sind immerhin 16 Schrauben reinzudrehen hier. Also sind schon eine Menge Handgriffe. Und so weiß ich, okay, der Kunde muss die A nicht mehr machen. Der hebt das raus, fängt sofort an zu grillen. Und B, gibt es auch da dann keinen Ärger. Ja, stimmt, weil nichts döver ist, jetzt sage ich mal, wenn ich zu Hause das baue, ich es zusammen, habe dann hier zum Beispiel das Gewinde nicht gescheit, kriege die Rolle nicht dran, bumm, kann ich auch nicht grillen, muss wieder ein paar Tage warten, bis die Ersatzteile kommen. Zum Beispiel. Oh. Ja, dann als nächstes nehme ich die Schutzhülle. Das Rost habe ich geprüft, ob alle Schweißnähte auch richtig top sind. Dann habe ich hier die Bambusbretter vorab geprüft, auch auf Kratzer, Lackierfehler, Montagefehler mögliche. Und dann stecke ich das hier rein. Ja. Als nächstes kommt die Talentschale unten rein. Darauf lege ich das Deckelventil, das auch hier komplett in Deutschland gemacht worden. Die Schnellspannverschlüsse habe ich hier montiert. Die sind aber jetzt schon alle fertig montiert. Das hatte ich mal im letzten Jahr im Sommer gemacht. So, dann ist hier drin Aschehaken, Räucherschiene, Griff und hier rein. Dann auf die Seite kommt die Begrüßungskohle. Mal, oft ist ja so, dass man am Samstag oder irgendwie ja, am Wochenende den Grill aufbaut und denkt, ah, schade, jetzt habe ich keine Kohle. Ah, einfach so gemacht. Aber die Kohle ist neu, weil meiner hat es damals, sage ich mal, noch nicht. Das ist wahrscheinlich wieder eine Erweiterung, die jetzt mit ja, eingeführt wurde. Genau, das ist einfach eine nette Geste, finde ich. Okay. Ja, und hier vorne ist dann noch Platz, wo dann bei Bedarf ich den Kohlekorb mit dem Adapter reinstecke. Okay, und also dann mache ich das. Das ist ja optional, das muss man ja, wenn dann einzeln nochmal zubestellen, weil das ist kein Bestandteil vom Grill jetzt selber. Das ist richtig. Ne? Also alles, was wir hier reingepackt haben, gehört sowieso dazu. Und der Kohlekorb, der kommt dann noch extra dazu. Also somit wäre unser Grill dann jetzt komplett für den Versand fertig. Jawohl. Und hier haben wir dann das komplett versandfertige Produkt nach den ganzen Kontrollen. So würde der dann zu euch geliefert werden. Genau, und da sind auch nochmal zur Kontrolle verschiedene Aufkleber drauf. Also ist das hier mit Kohlekorb, das heißt, ja, mit, dann weiß ich, dass er hier drin ist. Wenn einer sagt, ich will ohne haben, dann kann ich das aufschlitzen und den nochmal rausholen und so. Also standardmäßig rüste ich die immer mit Kohlekorb auf, weil doch der Trend dahin geht, dass fast jeder einen haben will. Wie gesagt. Dann hier sind noch so Serviceteile drin, so kleine Filzadapter. Hier ist schon mal direkt die Hülle für DHL und alles so sicher verpackt. Ja, und dann ist halt eben auch der Grund, wenn also einer den bestellt, am anderen Tag geht der definitiv dann raus. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sind das jetzt welche, die schon verkauft sind, in Anführungsstrichen, und du baust die erst zusammen, wenn sie verkauft sind, oder sind die fertig, damit sie gleich los können? Aber das hat sich ja jetzt erledigt. Genau, also ich baue immer eigentlich ziemlich viele so auf Vorrat, so wie ich Zeit habe, am liebsten bei schönem Wetter. Ja gut, klar, ist ja zurzeit nicht so toll, aber genau. Kann man nichts machen. Aber wie gesagt, das ist schon ein immenser Aufwand, den man sieht, was man so für einen Grill doch betreiben kann. Damit wären wir dann für heute auch schon wieder durch. Ich hoffe, das kleine Video zum Sogambo hat euch gefallen, mal so hinter die Kulissen zu gucken. Was passiert hier? Wie wird da aufgebaut? Wie wird da versendet? Damit man auch wirklich mal sieht, was da wirklich für eine Manpower hintersteckt, weil man muss überlegen, das ist ein Ein-Mann-Betrieb, wie man das jetzt so sieht hier, und was da noch so an Zeit und ja, Zeit, sage ich mal, Geld reingesteckt wird, dass das alles so reibungslos läuft, dass wenn man den bestellt, dass er auch wirklich heile zu Hause bei euch ankommt. Finde ich eine richtig tolle Geschichte.
Fand ich auch super geil hier, dass ich mal so reinschauen durfte und hier auch so ein bisschen filmen durfte. Da bedanke ich mich erstmal recht herzlich für die Einladung. Ihr wisst ja, ich habe selber einen Sogambo, kann den wirklich nur, wenn einer Bock auf einen Keramikgrill hat, nur ans Herz legen. Ja, wolltest du noch irgendwas sagen? Oder? Also ich muss sagen, das macht mir total Spaß. Mhm. Sieht nach Arbeit aus. Ich empfinde das zum Glück nicht als Arbeit und habe hier immer gerne Kunden. Also über jeden Selbstabholer freue ich mich und überhaupt über die tolle Resonanz, also die meine Kunden auch da im Internet hinterlassen. Also ja, ist ja auch, wie gesagt, nicht ohne, wenn ich das so sehe, was hier hintersteckt. Generell dann auch der Support im Nachgang, falls dann mal was sein sollte. Ist auch spitzenmäßig, aber das habt ihr ja in dem Einjahres-Review schon gesehen von meinem Sogambo-Grill. Dann, ja, sage ich vielen Dank. Hey, ja, genau. Corona-Gruß, weil es flammt ja leider Gottes wieder auf. Ja. Dass ich auch hier sein durfte. Ja, und für euch da draußen, hat euch das Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Dann über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt das jetzt gerne hier oben irgendwo nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Aktiviert dann bitte auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.